Grüß euch, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen. Leute, ich habe letztens wieder was im Shop entdeckt, von dem ich dachte, da könnte man ja wieder mal den ein oder anderen COD-Point ausgeben. Normalerweise kaufe ich nicht wirklich was im Shop, aber da ich den Battle Pass schon zu Ende habe und ein paar COD-Points dadurch bekommen habe und mir das Pack schon ziemlich cool gefallen hat, habe ich es mir gekauft. Die Rede ist von dem Rip-Pack oder wie ich es liebevoll nenne, das Jurassic Park-Pack. Da man ja die Knochen von Tieren, Dinosauriern da drin sieht und das Ganze mit einer Hülle umschlossen ist, die durchsichtig ist. In dem Pack war zwar bloß die WSP und die DG sonst sowas, was jetzt nicht so meine Favoritenwaffen sind, aber ich fand einfach die Idee ziemlich cool, muss ich sagen. Ich habe mir das Ganze, wie gesagt, gekauft und möchte das Ganze heute mit euch ein bisschen angucken, denn man kann das Ganze auch ein bisschen variieren, also man muss gar nicht die Standardtarnung sozusagen nehmen, sondern kann eigene draufpacken, aber das zeige ich euch nachher. Okay, Leute, wir gehen rein mit unserer Jurassic Park Tarnung, zumindest nenne ich die liebevoll so, weil das mit den Knochen drin ist schon cool und dass die Außenhülle der Waffe sozusagen so durchsichtig ist. Wäre halt geil, wenn das für alle Waffen verfügbar wäre. Leider gab es bloß diesen Pack zu kaufen, wo halt nur die WSP und die DG drin sind. Ich schnapp mir schnell die Kohle hier zusammen, dann können wir uns los kaufen gehen. Ach, dieser blöde Scan immer. Warum machen die das denn immer? Aber nur auf Wandel, ne? Oben ist einer. Dann kann's losgehen. Der wartende Fexer. Ah. Hier haben wir die WSP-9 mit der geilen Tarnung, muss ich sagen. Und dann halt noch die DG, auch ziemlich geil. Das Coole ist, man kann die Tarnung wie gewohnt immer noch ändern. Und dann ändert sich aber nicht die Außenhülle, die ja durchsichtig ist, der Waffe hier. Ruhe bitte, ich erkläre gerade was. Sondern es ändert sich nur die Knochen drinne. Das ist total geil, ich zeig's euch nachher noch. Aber erstmal gucken wir, wo der Kollege sich hier aufhält. Und nachher in der nächsten Runde zeige ich euch das Ganze mal. Wo ist denn hier noch einer? Hier hat einer gespottet. Spotify. Kam noch einer von hinten. Ja, ganz gemeiner Kerl. Mal schnell nachladen. Hier ist ganz schön was los, ne? Ach, da drüben ist der. Hier ist ganz schön eine Action gerade am Anfang der Runde. Was ist denn da los? Okay, try it, motherfucker. Nummer 1. Der andere gerade an mir vorbeigerannt, sag mal. Das ist gerade noch einer an mir vorbeigerannt. Ich dachte, du willst mich getten. Ja. So, und das wollte ich euch jetzt zeigen, wenn man zum Beispiel die WSP 9 nimmt und jetzt hier einfach sich eine andere Tarnung draufzieht, dann ist die halt, wie ich gerade schon meinte, auf den Knochen hier drauf. Das sieht ziemlich geil aus. Das sieht geil aus. Knall ich mir mal auf die WSP drauf und außerdem wollte ich mir auf die WSP mal noch ein Visier drauf knallen. Das ist ein Schaft dafür weg. Und auf die DG 58 knallen wir uns natürlich auch noch eine Ausrüstungslieferung drauf, wollte ich gerade sagen. Eine Tarnung drauf. Ey, wie cool das aussieht. Schaut euch das mal an. Das ist total geil, dass man dann einfach hier drunter noch was packen kann. So zum Beispiel. Nice, ey. Das ist geil. Das ist eine coole Idee. Was sagt ihr zu den Tarnungen? Schreibt es mal in die Kommentare. So, mal schauen, was jetzt so geht. Geht natürlich wieder Mall runter, weil A in der Nähe, B Loadout übt schnell da. Bin jetzt die WSP und so, wie ich schon sagte, zwar jetzt nicht so die geilsten Waffen, aber man kann definitiv mit denen spielen auf jeden Fall. Die machen auch Laune. So ist es jetzt nicht, ne? Also ich habe schon mein Loadout zusammen. Wie schnell ging das irgendwie? Einfach so einen Rucksack geschnappt und schon Loadout am Start. Das ist ja der Wahnsinn. Jurassic Park? Ja, ist klar, Digga. Ist klar. Ist gleich wieder abgefangen. Man kennt ihn. So, ganz kurz. WSP 9, ne? Jetzt die Tarnung da dran. Dahinter, sozusagen. Und DG. Übelst cool gemacht. Finde ich geil. Jetzt haben wir noch einer, ne? Ja, ist noch einer. Wollte schon sagen, der. Ja, entschuldigen Sie doch. Was soll ich denn machen? Es ist ein Schießspiel. Am Ende des Tages. Guck mal, hier ballert noch jemand was hoch. Ach, guck mal, da drüben ist noch einer. Ich könnte mich ja von hier mal ranpirschen. Hat der mich schon gesehen? Okay, da muss ich mal ganz kurz exposen hier. Kommt der wenigstens hinterher? Garantiert, oder? Kommt der daher? Ne, kommt nicht hinterher. Hat er keinen Bock? Hat er keinen Bock. Ich sag doch, alle auf einem Haufen hier. Die haben alle nichts zu tun. Ein paar Platten wären halt noch sexy. Merci. Guck mal, wer hat denn das hier hingestellt? War das schon, als ich hier gerade reingekommen bin? Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Es hat auch gar nicht ausgelöst, ne? Es hat nicht ausgelöst. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Hier sind so viele Leute gerade. Alle auf einem, ihr wisst. Okay, nehmen wir es dem mal da unten vor. Ah, hat er gemacht. Also der Charakter im Game. Kommt hier gerade. Ist hier gerade einer gekommen? Ja. Was? Voll auf die 12 geschossen, Alter. Naja, fast. Schade. Übrigens noch einer.
Der wollte mich schon wieder messern. Ich kenn die Leute, Alter. Party ist hell hier, oder? Ey. Was ist hier noch los in dem Game? Der bleibt doch stehen. Mein Meter. Da pfeift der Fuchs, oder was? Alles viel zu aufregend für mich. Mein Blutdruck. Wo denn? Wer sitzt hier vorne im Haus? Und hinten überall sind Leute. Okay. Überall blinkt's, überall pufft's, überall pengt's. Und ich habe keine Platten. Ich kann mich nur retten, indem ich Angriff nach vorne. Genau so. So, okay, erstmal wieder ein bisschen safe und jetzt irgendwie weg hier. Wenn ich ganz gut bin, schnapp ich mir noch eine Drohne. Nice. Okay, hier sitzen alle auf den Häusern, alles klar. Hier drinnen. In der Ecke, okay. In der Ecke saß er rum. Natürlich, Mörserschlag, alles klar. Ungefragter Mörserschlag. Ey, geil, so ein Radio hatte ich früher auch. Da konntest du immer Aufnahme und Play gleichzeitig drücken und dann konntest du selber was aufnehmen. Wow, wo kommst du denn her, Alter? Stand ja auf einmal da. Dann kommt der Nächste. Okay, langsam macht die WSP-9 sogar richtig Spaß, weil die halt weniger Geschossgeschwindigkeit hat, sozusagen. Aber damit kannst du auch übelst geil kontrollieren. Du musst das Ganze mit Movement ein bisschen ausgleichen. Das macht auch irgendwie Laune. Das macht halt mal auch Spaß. So, es geht hier drüben. Wir finden es raus. Ich habe jemanden gehört, aber hat er mich auch gehört? Oder gesehen? Ah. Sitzt hier irgendwo noch einer? Drüben hat einer was gerufen. Okay. Den habe ich nicht gesehen, Alter. Der kam so schnell um die Ecke gewieselt. Schade. Geile Runde, Alter. Geile Runde. Richtig geile Runde. Danke, Lieben. Das war's mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat und mich unterstützen wollt, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Für euch noch ein Däumchen, für mich ein Träumchen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Also bleibt gesund, benehmt euch und haut rein. Euer Fexer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.